Normalerweise habe ich nie Probleme, den immer reinzustecken, aber die Leute, die auf Diät sind, wissen das. Da kriegst du nicht immer schnell einen reingesteckt. Oh, wie die Maschine heißt, weiß ich gar nicht. Steht auch nichts dran. Ist auch egal. Finde ich eigentlich ganz cool. Geht vom Stretch richtig schön in die Spannung rein. Ich spüre die ganzheitliche Brust, nicht irgendwie oben, unten, sondern die komplette Brust. Und deswegen habe ich die auch mit in mein Training mit eingebaut, weil der Pump einfach Wahnsinn ist. Das ist richtig krass. Ihr müsstet mich nackt sehen, dann wisst ihr, was ich meine. Zum Sport bin ich eigentlich nicht den, ich bin nicht den klassischen Weg gegangen, ab ins McFit und dann wird gepumpt oder so. Den ersten Eindruck oder die erste Schnittstelle, die war eigentlich durch einen Freund. Der hat mich damals zur Selbstverteidigung geschickt, Jiu-Jitsu heißt das. Da war er schon langjährig und hat mir eigentlich ziemlich gefallen. Ich wollte aber ein bisschen mehr. Die anderen Kinder, die wollten dann immer so ein bisschen, dreimal die Woche wurden sie von den Eltern dann geschickt. Aber ich hatte irgendwie Lust an meiner Stärke zu feilen, an meiner Geschwindigkeit, an meiner Technik. Und so bin ich den Weg immer wieder weitergegangen. Irgendwann zum Thai-Boxen, zum Boxen und so weiter. Damals auch mit meinem Vater. Wir haben Western-Filme und Kampfsport-Filme und Samurai-Filme und Jackie Chan und Bruce Lee und was weiß ich, rauf und runter geschaut und so. Doch irgendwann über die Jahre, als der Muskel sich entwickelt hat, da hat man doch eher Gefallen gefunden zu trainieren, also Krafttraining zu machen, als jetzt Ausdauertraining. Ja, da hat mich Kai Greene einfach extrem fasziniert. Einfach seine Bühnenpräsenz, seine Muskeln, sein Ego, zumindest zu damaligen Verhältnissen. Heute macht er keinen Wettkampfsport mehr, heute macht er eigentlich nur noch Social-Media-Werbung, wenn man es so sagen will. Aber der damalige Kai Greene, gerade zu Mr. O und so, der hat mich so unglaublich fasziniert, dass ich mir sagte, boah, das ist richtig geil, da will ich auch hin. Und dann habe ich den ersten Wettkampf gemacht, allerdings in der Men's Physik, das war jetzt kein Bodybuilding, einfach auch nur, um zu testen, wie läuft das. Dann habe ich mich weitere Jahre so in dieser Men's Physik festgeklammert, sage ich jetzt einfach mal, bis ich den Entschluss gefasst habe, weißt du was, scheiß drauf, du machst jetzt einfach nur Bodybuilding. Also Beine habe ich natürlich damals auch schon trainiert, nur ich hatte ein bisschen Schiss bei den im Bodybuilding zu starten. Und bin dann irgendwann zum Bodybuilding gekommen, mache es nur noch. Habe jetzt als Coach Dennis Wolf, einfach weil er mir sehr, sehr sympathisch ist. Also auch mein Lieblingsbodybuilder. Gerade so dieses deutsch-amerikanische. Ich liebe einfach diesen amerikanischen Flair. Ich gucke mir immer seine Stories an, immer wenn er am Rumfahren ist mit seinem Wagen und dann sieht man die Palmen in Vegas und so. Ich finde das einfach voll geil. Und gerade so sein Wissen, einfach weil er so das deutsche Wissen und das amerikanische Wissen von anderen Coaches, ich denke mal, die sind auch alle im Gespräch, dass ich da auch sehr viel für mich lernen kann, nutzen kann und für die weiteren Wettkämpfe, die ich jetzt auf jeden Fall mehr anstrebe als damals. Also ich fokussiere mich jetzt wirklich auf die Wettkämpfe. Ja, dass ich das für mich gewinnen kann und gewinne. Das Coole in dem Studio hier ist, dass es vor allem ziemlich viele Frauen gibt, die es echt ernst meinen. Das habe ich in der Qualität oder Quantität echt noch nie gesehen. Wirklich jetzt. Ist für mich jetzt kein Argument, mich hier anzumelden. Ich bin wegen den Geräten hier. Aber die ein oder anderen Männer, die werden sich hier, glaube ich, schon ganz wohl fühlen. Also hier wird noch ausführlich trainiert. Aber sag das nicht meiner Ehefrau. Schneid das raus. Ja, Bodybuilding und Comedy ist eigentlich ziemlich einfach zu vereinbaren. Ich meine, gerade so die Hardgainer-Crew damals auch. Das waren alles Pumper mit solchen Armen und solche Titten. Aber es waren einfach lustige Jungs. So. Die haben einfach neue Leute erreicht, vielleicht so ein bisschen den Mainstream und hat sie zum Sport gebracht. Und es ist einfach witzig. Wenn jemand einfach witzig ist und vielleicht auch Charme hat, dem höre ich lieber zu, wenn er was über das Training redet. Also wirklich gute Übungen und sachlich fundiert. Ja gut, sachlich fundiert muss es nicht sein, es muss am Ende knallen, ja. Aber ich höre ihm einfach lieber zu als einer, der sehr, sehr trocken, sehr hart in die Materie geht. Und das hat sich eigentlich so gewandelt. Ich mache auch sehr, wie gesagt, ich mache auch sehr gerne Parodien. Ich bin mit Steve immer noch im sehr, sehr guten Verhältnis. Er feiert sogar die Videos selber. Es ist einfach nur Humor, es ist einfach nur Unterhaltung und mehr soll es nicht sein. Bodybuilder sind wir alle. Sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich mal, ich habe keinen Titel gewonnen, ja. Aber man sollte die Sache nicht zu ernst nehmen. Ich meine, wir leben nur einmal, wir leben in harten Zeiten. Wenn wir den Humor nicht hätten, was hätten wir sonst? Das gleiche Prinzip nochmal. Den Schwerpunkt kannst du hier wieder verändern. Bietet sich optimal an für ein Dropset. Hier auch wieder, finde ich schon echt extrem geil. Also, da kann man mal richtig Intensität in. Ja, Alter, es fehlt mir das Wasser im Mund hier. Der Boss muss klar.
Deswegen habe ich auch so Herzrasen. Ich muss mich gerade konzentrieren, wie du auch sowas, meine Freunde. Das Ding ist immer, wenn ich den Boxschuh nehme, dann weiß ich, wie sich Kollege fühlt, weißt du? Das muss dieses unbarmherzige Bossgefühl sein, so, von dem immer alle reden. Das ist schon krass. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Der nächste Wettkampf, den ich anstrebe, ist die Dennis Wolf Classic. Die Kenner unter euch wissen, man muss ja bei einem regionalen Wettkampf, also einen in Deutschland ansässigen Wettkampf mitmachen, um dann international zu starten. Die internationalen Wettkämpfe, das sind die Pro Qualifier. Wenn du da gewinnst, hast du die Profikarte. Ganz einfach. Das heißt, ich mache bei der Dennis Wolf Classic mit, danach die Nordmazedonien. Ich würde sehr, sehr gerne einen in Irland mitnehmen und einen in Polen. Jetzt ist es aber so, dass es mit dem Job nicht so richtig vereinbar ist. Ich habe natürlich Urlaubsanträge ohne Ende gestellt. Ich habe mit der Chefin geredet, auch nochmal unter vier Augen und so weiter. Es erweist sich bei mir etwas als schwierig. Ich musste meinen Urlaub sogar, man muss den immer ein Jahr vorher abgeben und so Geschichten. Und ich weiß, dass jetzt viele auf mich zukommen und sagen, ja, nimm doch einfach einen Krankenschein so. Und dann, ja, dann fliegst du einfach hin und du postest nicht. Ja, kann man machen. Aber wenn jetzt irgendwo ein Bild auftaucht, ja, nicht nur von mir, sondern von den ganzen Athleten, mit einem Datum, mit einem Ort, zum Beispiel jetzt Polen oder sowas, und das meine Chefin sieht, dann bin ich weg vom Fenster, dann ist der Job verloren. Also muss ich mich leider an die Regeln halten. Ich bin aber trotzdem noch dabei, ich bin da echt verbissen. Wie gesagt, Nordmazedonien geht auf jeden Fall klar. Die anderen Wettkämpfe liegen teilweise näher, aber da habe ich das Wochenende halt nicht frei. Oder kann keinen Tag locker machen bei mir auf der Arbeit. Das stimmt mich dann doch sehr traurig. Und Ende diesen Jahres habe ich noch ein paar Fortbildungen, da geht das sowieso nicht. Ich weiß aber jetzt zu dem Zeitpunkt, dass, falls es nicht klappen sollte, also den Gedanken soll man sich natürlich streichen, es klappt immer, ich weiß, okay. Aber Plan, the worst case, ja. Schaue ich mir jetzt an, wie die Daten sind für die ganzen Wettkämpfe. Und wie gesagt, falls es nicht klappt, werde ich den Urlaub genau exakt so legen, dass ich nur Urlaub habe, wenn die Wettkämpfe sind. Das heißt, kein Erholungsurlaub oder sowas, kein, wir fliegen mal irgendwie nach Malle für eine Woche Urlaub, sondern so, dass es genau zu den Wettkämpfen passt. Das ist mit meiner Frau abgeklärt. Sie sieht das, also sie unterstützt mich da vollkommen. Sie weiß, dass es irgendwie ein Ziel, also was heißt irgendwie ein Ziel, dass es einfach mein Traum ist, mein verfickter Traum ist, auf dieser Mr. O-Bühne zu stehen. Ich weiß, das trauen mir wahrscheinlich viele nicht zu, aber ich weiß ganz genau, dass ich es schaffen werde. Scheißegal, wie viele Anläufe ich brauche. Spätestens Ende des Jahres, also Ende nächsten Jahres, sollte es soweit sein, weil ich einfach diesen Fokus habe, diesen Biss, diese Planung, die ich vorher, muss ich ganz ehrlich gestehen, aus den Augen verloren habe. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, man braucht ein Ziel im Leben. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich mache mal einen Wettkampf mit und dann verkriege ich mich wieder nach Hause und liege die ganze Zeit auf der Couch. Ich will es wenigstens versucht haben, auch wenn ich es nicht geschafft habe. Ich will wenigstens versucht haben und mir in den Spiegel schauen und dann zu sagen, weißt du was, du hast es versucht. Und jetzt, wenn es mit Bodybuilding nicht klappt, dann wirst du halt Radrennsportler oder keine Ahnung. Stand-up-Comedian in irgendeiner Kneipe oder so. Ich glaube, ich müsste auch so einen Booster finden. Aber wenn du die Dose aufmachst, dann kommt so ein Clown raus, so, weißt du? Den Comedy und so. So ohne Pulver einfach. Pulver verschossen. Ich wollte eigentlich nur ein Showtraining machen für euch. So. Nur was für die Cam, ihr wisst schon, aber. Scheiße, die Jungs triezen mich hier gerade richtig Gas zu geben. Darauf war ich nicht gefasst. Aber ist gut. Ja, Dennis Wolf ist mein Coach. Neuerdings. Alterdings eigentlich. Weißt du, gibt's sowas noch? Alterdings. Bevor ich natürlich das verkündet habe online, haben wir schon vorher zusammengearbeitet. Ich glaube, 4 Monate oder so. Und dann habe ich mich halt für die Vorbereitung entschlossen. Richtig gesehen und so habe ich ihn damals, ich glaube, das war, keine Ahnung, ich bin kein Typ, der sich immer an irgendeinem Datum erinnern kann. Auf jeden Fall schon 5, 6 Jahre her oder so. Da habe ich ihn beim Loaded Cup, der war mal hier in Bochum. Dann habe ich ihn irgendwann in Vegas wieder getroffen. Wollte unbedingt ein Bild mit ihm haben. Als ich wieder den Fokus hatte für Bodybuilding, für Wettkämpfe und so, habe ich ihn direkt angeschrieben, habe gesagt, ey Dennis, wie schaut's aus? Mehr oder weniger so. Und er meinte, ja Martin, können wir gerne machen. Dachte ich so, ah, cool, krass. Ja, und so kam's. Also es war eigentlich einfacher als gedacht. Nicht groß hier, weiß ich nicht was. Sondern ganz, ganz easy und ja, jetzt macht er mich zum Profi, hoffentlich. Ich hoffe doch, Dennis, sonst komme ich nach Vegas und dann
fahre ich wieder nach Hause, weil ich Schiss auch vor dir habe. Was die Comedy angeht, möchte ich gerne für Gigas mehr Videos bringen. Gerade mehr so Switch Reloaded Videos oder sowas. Oder generell lustige Videos. Einfach die Leute. Ich liebe es zu lachen. Ich liebe es, die Leute zum Lachen zu bringen. Das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Das ist so eine Art Befriedigung irgendwie. Keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben. Das ist genauso wie, wenn du deine Freunde beschenkst mit irgendwas und die freuen sich, dann geht dir innerlich ein Herz, also dein Herz geht richtig auf. Und bei mir ist es so mit der Comedy, wenn ich dann die Kommentare lese, wenn mir Leute privat schreiben und sagen, ey, das Video war geil, hat mich zum Lachen gebracht. Das gibt mir irgendwie was, so, keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Und in diese Richtung will ich auf jeden Fall weitergehen. Natürlich nicht den Sport aus den Augen verlieren, auf gar keinen Fall. Fokus Bodybuilding ist immer noch, das heißt, wenn ich hier trainiere, dann ist Bodybuilding. Aber wenn ich jetzt Videos mache, klar, ich werde auch ein Trainingsvideo machen oder ich werde irgendwas erklären oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber es gibt es auch schon zu häufig irgendwie bei YouTube. Das packt mich einfach nicht mehr. Von daher wird das ein oder andere lustige Video auf jeden Fall auf mich zukommen. So, jetzt machen wir einen Schnitt und jetzt trainieren wir richtig. Ach, die Butterfly mache ich meistens immer zum Ende hin. Ist einfach nur zum Auspumpen. Immer so 15, 20 Wiederholungen. Manchmal ein Drop, manchmal auch nicht. Einfach fürs Gefühl, dass die Nährstoffe in den Muskel nochmal reingepresst werden. Weil danach kommt dann direkt, danach mache ich Cardio. Wenn ich jetzt kein Cardio machen würde, würde ich dann direkt mein Isolat nehmen. Und dann eine Stunde später oder so, wenn ich nach Hause gefahren bin, geduscht habe und so, dann gibt es die erste Mahlzeit. So eigentlich der Standard. Aber was kein Standard ist, ist das Isolat von GN. Merkt euch das. Ganz wichtig. Das ist der Grund, warum ihr nichts werdet, was ihr sein wollt. Weil euch das Isolat von GN fehlt. Jetzt wird mal Real Talk geredet hier. Deutsche Bodybuilding-Videos interessieren mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Es ist das Gleiche in Grün. Jeder erzählt immer das Gleiche. Es sind immer die. Ich meine, es ist ja klar, das Rad kann ja nicht neu erfunden werden. Und der Bizeps, der wird nun mal kontrahiert und gestretched und dann wächst er. Und was will man da noch großartig erzählen? Ich weiß, ich gucke mir lieber so die amerikanischen Sachen an. Liegt vielleicht auch, wie gesagt, daran, damals mit meinem Vater mit Western gucken und hier die Filme und da. Das waren ja immer alles so amerikanische Filme und sowas. Und das hat mich eigentlich schon in meinem, als ich an meinem Urlaub war in USA, das hat mich so gepackt. Ich liebe es einfach. Ich mag es, wie die Amerikaner arbeiten, die ganzen Hollywood-Produktionen und sowas. Deswegen sollen meine Videos, auch wenn es geht, natürlich irgendwie packend sein. Und ja. Die deutschen YouTube-Videos, die nutze ich eigentlich nur, wenn ich einen parodieren will und mir dann die Videos geben muss, um zu schauen, wie verhält er sich, wie spricht er, welche Gestiken macht er oder sowas. Aber es ist nicht zu meiner Belustigung. Was ich euch mitgeben kann, ist, man ist nie zu alt, um irgendwas zu tun. Egal was. Selbst wenn ich mit Leuten hier spreche, ja, hätte ich mal vor 20 Jahren und dies und das so. Nein, du lebst da eben hier und jetzt. Du bist 40, du bist 50, es ist scheißegal. Selbst wenn du kurz vor der Rente bist, du kannst immer mit dem Sport anfangen. Es bringt dich immer weiter. Zumindest weiter als die Cortisolspritze vom Arzt. Dann geh lieber pumpen, mach ein bisschen was, anstatt gar nichts. Und glaub mir, dein Leben verändert sich. Also falls ihr irgendwie vielleicht eine Motivationslücke habt, ja, wie soll ich das sagen? Geh zum Sport. Es macht aus euch einfach was anderes. Immer wenn ich es irgendwie schlecht hatte im Leben oder ein bisschen härter oder wie auch immer, das war einfach eine Art Therapie für mich. Dieses Pumpen nach dem Training war das mal für mich, ist so eigentlich alles gar nicht mal so schlimm. Liegt vielleicht am Endorphinausstoß oder welchen Glückshormon auch immer. Oder macht einen Wettkampf. Das motiviert natürlich brutal, ne? Es ist natürlich scheiße, wenn ihr sagt, ey, ich mache einen Wettkampf, ihr bereitet euch vor und geht mit der schlimmsten Form eures Lebens dahin. Es ist so eine Scham und um diese Scham vorzubeugen, esst ihr euer Essen, geht zum Training, macht euer Cardio und ab auf die Bühne. Also ich kann es euch nur raten, macht ruhig von mir aus einen Wettkampf, das bringt euch auch weiter. Es bringt euch im Leben weiter, weil ihr einfach diesen Biss verspürt, auch im anderen Bereich des Lebens weiterzukommen. Also Leute, viel Spaß beim Pumpen. Hoffentlich sehen wir uns auch hier.